Verbringst du viel Zeit mit deinem neuen Freund? Er wollte, dass du dir selbst wehtust. Schatzi? Das war Teil des Spiels. Würde ein guter Freund so ein Spiel spielen wollen? In jeder Kultur gibt es Wesen, die Kinder vereinnahmen. Wir nennen sie imaginäre Freunde. Wird ihre Verbindung getrennt, bricht das Wesen in blinde Wut aus. Au! Ein kleiner Reminder kommt dieser neue Trailer zu Imaginary daher, da er nur circa eine Minute lang ist, dem Horror-Thriller, den uns Leo 9 voraussichtlich ab dem 14. März in die deutschen Kinos bringt, also keine 3 Wochen oder vielleicht 3 Wochen warten noch angesagt, und so ein bisschen in die Kerbe schlägt von imaginären Freunden generell in diesem Jahr im Kino, denn neben If Imaginary Friends, aber auch Alles steht Kopf 2 vielleicht, ist das dann hier so der dritte Film im Bunde, der sich damit auseinandersetzt, dass Kinder doch gerne diese eingebildeten Freunde haben, die sie sich vorstellen, und wie gruselig das aber vielleicht sein könnte, versucht man dann hier zu bebildern, als Jessica zurück in ihr altes Elternhaus zieht, zusammen mit ihrem Mann, ihren beiden Töchtern, aber es ist vor allem die jüngste Tochter namens Alice, die im Keller auf ein Kuscheltier trifft, das mal ihrer Mutter gehört hat. Es heißt Chauncey und scheint mit ihr aber auch zu sprechen und vor allem dann auch verletzende Dinge von ihr zu verlangen. Und man darf niemals diese Verbindung zwischen Kind und diesem Teddybären trennen, denn das könnte sehr gefährlich werden, dann nimmt der ganze Spuk eben seinen Lauf. In gut 100 Minuten sieht man schon im ersten Trailer, der länger war, aber auch hier im nächsten Trailer, dass es eher so einen klassischen Gefäden versuchen wird zu fischen mit Blumhouse Productions, also Jason Blum im Hintergrund als Produzent, der oft gerne Horrorgeschichten aufgreift und mit wenig Budget dann versucht, an den Kinokassen erfolgreich zu sein. Ist das hier so dieses typische Bild von Jumpscares, von Silhouetten, die man in den Ecken von Häusern sieht, andere Formen, die dieses Wesen anscheinend annehmen kann, wenn wieder Spinnenartige da langkrauchen sehen und diese Kombination aus Horror und Kinder, die in sich ja auch immer so ein bisschen fies sein können, erwarte ich jetzt keine besonders originäre Story, wo ich sage, sowas hätte ich jetzt noch gar nicht gesehen oder wäre unerwartbar. Hoffe dann aber, dass der in einem Production Value mit einer Atmosphäre daherkommt, je nachdem, wie auch dieses Elternhaus dann gestaltet ist und wie abgelegen es vielleicht auch ist, dass ich so sage, okay, konnte ich mich ein bisschen einfühlen. Also den ganz großen Wurf erwarte ich nicht, bin aber mal gespannt, was Imaginary denn wirklich ab dem 14. März im Kino kann. Was sagt ihr denn zu diesem neuen kurzen Trailer? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.